willkommen Nastrovje zu einem guten neuen Tag, die Nachwey. Okay. Erster VW werden einmal durchfahren. Schnell aber. Voll sauer werden. Okay, hier auf den hier müssen wir achten. Vollbart. Auf solche wird eh immer geachtet. Schmuggler, 51 Jahre alt. Kagastam-Spione. Unser Geheimdienst. Okay. Leute aus Kagastam unter 36, die dürfen nicht durch. Also Kagastaner unter 36 dürfen nicht durch. Ja, dankeschön für die Papiere. Kommt aus Türkei. Jamal Öztürk. Okay, Jamal. Und mal gucken, wie schwer dein Auto ist. 2890 darf der Oschi wiegen. Wiegt weniger. Freut mich, Jamal. Jamal, deine Fenster sind kaputt. Jamal, wird dir nicht kalt? Wird dir nicht kalt? Kann doch nicht sein, Jamal, Bro. Ist der Rest des Autos heile? Oh mein Gott, Jamal. Ernsthaft? Zwei kaputte Fenster. Reifen sind wenigstens komplett okay. Ja, Bro, das geht nicht, Jamal. Hast du irgendwas mitgenommen? Nichts mitgenommen? Mal gucken, ob du hier vielleicht heimlich was mitgenommen hast. Das geht natürlich auch nicht. Er sieht gut aus, Jamal. Er ist kein Kagastama, er hat einfach nur kaputte Fenster. Es geht. Jamal, du darfst durchfahren. Ich vertraue dir da. Lass mich noch kurz deine Pässe abchecken hier. Nicht, dass du mich ein bisschen dribbelst, ne? Scheint alles zu laufen, Jamal. Ja dann, Jamal. Ich wünsche dir eine gute Weiterreise. Ich lasse dich durch. Durch mit dir, Jamal. Fahr vorsichtig. Kein Problem. Der nächste bitte. Vorsichtig fahren, Jamal. Deine Fenster sind offen, ne? Bitte reparieren. So, ein bisschen langsamer fahren, bitte. Oh, Junge, was hast du denn mit? Du bist hundertprozentig kontrolliert. Und vielleicht schnapp ich mir ein bisschen was von dem, was du mitführst. Junge, Ulan aus Kagastam. Wie alt ist denn Herr Sharma? Warte mal. 54, okay, der darf durch. Er ist nicht zu jung. Oh, müssen wir mal gucken. 4070 wiegt das Ding. Darf aber auch so viel wiegen. Er hat ein bisschen was mit. Gültig sind seine Ausweise noch, auf jeden Fall. Januar, Februar, März, April, Mai. Nee, abgelaufen. Nee. Ah, Juli ist hier ein Ding. Okay, das passt. Ulan Sharma. Ja. Dann lass mich mal kurz abchecken, Herr Sharma, ob sie illegale Sachen mit sich führen. Haben auf jeden Fall einiges mit, Herr Sharma. Einiges mit. Das muss ich mal kurz kontrollieren, Herr Sharma. Ja, sie haben zu viel mit. Ist ja nicht meine Schuld, ne? Das muss kontrolliert werden. Anscheinend ist das auch keine günstige Ware hier. So, Herr Sharma. Hier scheint ja alles komplett legitim zu sein. Der hat nichts mit. Den könnte ich das aber irgendwie nicht. Der ist so reich. Der sieht so reich aus. Mann. Machen wir mal. Dinger kann man nicht aufmachen. Das wäre ein Koffer. Ja, nochmal alles wieder zurückladen. Alles zurückladen, Maximov. Dankeschön, Maximov. Was heißt Bruder auf Russisch, Chat? So, oh, Herr Sharma, Sie dürfen weiterfahren. Ich habe jetzt nicht genau geachtet, ob sie die Liste richtig haben, aber ich hoffe mal, die Liste haben sie vernünftig geführt. Nächster. Bratan. Damoy, Bratan. Damoy. Oh mein Gott. Bruder, wie willst du so fahren, Bruder? Bist du dumm? Reifen kaputt. Scheiben kaputt. Zweit. Junge, so. Den kann ich nicht reinlassen. Den kann ich nicht reinlassen. Gib mir deinen Ausweis. So, erstmal Autoscheiben 2 Stück, Reifen 2 Stück. Er kommt aus Unitat Reali. Passt eigentlich alles. Gültigkeit passt hier auch. Lever 1520 darf er wiegen. Wie viel wiegt der? Der darf eh nicht durch. Mal gucken, ja.
Hier scheint eigentlich alles okay zu sein mit seinem Hühnchen. Ja, Ulan, ich muss jetzt deine Sachen kontrollieren. Bist du doof? Deine Hühnchen können drin bleiben. Sei ein bisschen netter zu mir, sonst schlachte ich deine Hühnchen da hinten und esse ein Bucket KFC. Oh, Schwanz. Nicht jeder hier ist mein Bratan, okay? Und dass du mir mit so einem Kackauto mit zerbrochenen Scheiben und zwei kaputten Reifen antanzt, ist mir schon lästig genug. Dummkopf. Wofür habe ich die Straßen ausgebaut, dass dann doch solche hier rumfahren? Du hast zwar nichts mit, aber... Muss ich nochmal hier alles gründlich kontrollieren, ne? Man weiß ja nie. So. Dann haben wir alles kontrolliert. Hier ist nichts drinne. Alles legitim. Aha! Waffen! Ne! Er hat Waffen mit! Kein Wunder, dass du gesucht wirst. Aussteigen! Aussteigen! Ni madre problema! Halt die Fresse! Stehen bleiben. Festgenommen. Festgenommen. Chat, ihr habt mir geholfen. Dankeschön. Ich wusste nicht, dass es da gesucht ist. Ich habe nicht drauf geachtet. So. Mal gucken, ob er hier vielleicht noch irgendwas mit hat. Ne? Das weiß man nie. Wenn er schon kriminell ist, warum sollte er nicht noch irgendwas mitnehmen, Chat? Nee, scheint aber alles sauber zu sein. Maximov, du kannst säubern. Der nächste bitte einmal durch. Einmal durchfahren bitte. Kagistan wird abgecheckt. Stehen bleiben. Och Mann, darauf habe ich ja gar keine Lust auf die Kontrolle. Dokumente. Sambudu, mein Eier. Kommt aus Türkei. Nurudan Badran. Okay, Nuruddin. Du hast 12 Benzinfässer mit. 4200 darfst du wiegen. Du wiegst zu viel. Du darfst eh nicht durchkommen. Aha, Nuruddin. Warum habe ich hier eigentlich noch die ganzen... Das hier kann alles rüber. Munition für Schrotflinten haben wir gar keine. Pistolen haben wir... Ah, wir haben zu wenig Maschinenpistolen-Munition. Wir brauchen wieder mehr Munition, weil wenn wir angegriffen werden, sind wir sowas von weg. Machen wir das Ganze mal von... Aha. Von innen also auch noch, Nuruddin. Och, Mann. Ah, das geht nur mit einer Axt. Das ist ja kacke. Ja, da müssen wir kurz was bestellen. Hier, Telefon. Wo ist mein Telefon? Da. Nachschub, bitte. Kostet einfach 100 Dollar Nachschub. Ist das krass. Ist der Nachschub dafür wenigstens umsonst? Was soll der Scheiß? Ah, ist nicht mal umsonst. Ja, eine Axt bitte. Dann brauche ich noch Munition. Ganz viel sogar. Munition lohnt sich einmal groß zu investieren, weil wir brauchen eh immer Munition. Aber man kann nur 10 haben, okay. Dann passen wir das. Pistolenmunition können wir stacken. Dann holen wir noch mal ein bisschen Pistolenmunition, dann haben wir so viel wie es geht. Und eine Granate. Ich danke dir, warte mal, Chef. Lass mich mal direkt hier noch ein paar, genau. Noch eine zweite Axt holen, dann habe ich das direkt. Ein Kampfmesser geht eigentlich auch noch. Ja, dankeschön. Mach's gut, mein Freund. Und schon wieder kein Geld mehr, aber es hat sich gelohnt. Wir haben einmal dick investiert. Und jetzt rein da. Rein. Kaputt. So, ich glaube seinen Sachen auch nicht ganz. Wenn wir mal gucken, was Nuruddin mit hat, ne? Ach, in den Fässern hat er nichts? Das ist ja krass. Okay, Maximov. Im Motor war noch was. Ah, fuck. Okay, ich hab's. Ja, meine Schuld. Ich pack die Drogen erstmal wieder weg. Dann bringen wir die später weg, kriegen wir ein bisschen Geld. Oh nein, das wollte ich nicht. Das können wir tatsächlich erstmal zurücktun. Ja, das passt. Kampfmesser ist gleich tot. Waffen tun wir mal nebeneinander. So, das passt eigentlich. Granate nehmen wir noch mit und Munition nehmen wir mit.
die wir benutzen können. So passt das. Der nächste einmal durchfahren, bitte. Ruhig stehen bleiben, ne? Die Kuh ist echt, ich sehe das. Nego Danara, einmal bitte die... Tut mir leid, das ist ein unhöfliches Messer in der Hand zu halten. Einmal bitte die Papiere. Emok. Aussteigen, Emok! Will mich verarschen? Hier stimmt was nicht. Weißt du was? Dein scheiß Name, den hast du falsch geschrieben aus deinem gefälschten Ausweis. So, jetzt wird alles hier abgecheckt. Du hast doch was mit? Willst du, dass ich deiner Kuh wehtue? Warum hat er nichts mit? Warum hat er nichts mit? Wieso hat er seinen Ausweis gefälscht? Nur um eine Kuh einzuschleusen. Wie kann man das machen? Wie kann man so ein Mensch sein? Okay. Du hast Glück gehabt. Zurück zum Fahrzeug. Du hast Glück gehabt. Ich habe heute einen sehr guten Tag. Du darfst einfach ganz entspannt... Lass mich das kurz einmal reinschreiben. Darfst ganz entspannt umdrehen. Und es wird dir heute nichts passieren, okay? Ja, es tut mir leid. Du bist selbst schuld. Was soll ich machen? Okay. Nächster einmal. Vorsichtiger fahren mit der Kuh hinten. Moin! Dankeschön! Yaldo! Aus Kagastan, wie alt bist du denn, Yaldo? Geburtsdatum? 36, warte mal. Kagastanische Staatsbürger unter 36 Jahren die Einreise untersagt. Okay, er ist nicht unter 36, er ist 36. Das heißt, er darf durchfahren. Oder? Ja, Gewicht passt auch. Wollen wir alles abchecken. Passt alles, es wird langsam dunkel. Mal rein, gucken ein bisschen. Er hat nichts verbrochen. Er hat nichts verbrochen, der Arme. So, sie dürfen durchfahren. Kontrolle ist beendet. Viel Spaß. Ciao, ciao. Mach's gut, mein Freund. Ruf mir nicht an. Ich möchte die Toren schließen, weil das mein letzter Arbeitstag ist. Meine letzte Arbeitsstunde. So, wir haben 1004 Geld gemacht. Keine Ahnung, wie die Währung heißt. Aha, neuer Tag, neuer Tag, neuer Tag. Müssen wir auf irgendwas achten? Nichts. Stickies zum Mond, Chat. Stickies zum Mond. Ausrufezeichen Stickies in den Chat. Wir sind fast fertig. Es fehlen nur noch die Details, Leute. Dann kriegt ihr mehr Infos. Dann kriegt ihr mehr Infos zu dem Wassereis. Einmal durchfallen, bitte. Der erinnert mich an diesen Käferfilm. Wie hieß der nochmal? Herbie? Wie hieß nochmal dieser Käferfilm, Chat? Mit dem VW-Käfer. Herbie? Der erinnert mich an den. Fenster auf einmal, bitte. Dokumente. Danke. Kamal Demircan. Kommt der aus... Ah, ne. Unitat Rally. Wie viel wiegt der? Okay, Gewicht passt. Das ist das Falsche. Passt alles. Das wird natürlich trotzdem kontrolliert, der Kamal. Kamal oder soll ich lieber sagen? Kamil! Ah! Lach. Lach. Ach, alles gut, Bro. Du brauchst nicht lachen. Du brauchst nicht lachen. Noch nie enttäuscht worden von unseren Jungs. Wow. Das passt, oder? Ja, passt. Maximov, einmal wieder zurückpacken, bitte. Oh, eigentlich passt bei dir alles. 1980 Gültigkeit, Gültigkeit 1979. Passt alles. Einmal rein, bitte. Kontrolle ist beendet. Darfst durch. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Der nächste einmal, bitte.
vorsichtig fahren, ne? Du weißt, wie unsere Regeln hier sind. Dir brauche ich das nicht erklären. Vom Agaristaner zum Agaristaner. Snego de nada, Jürgen Klopp. Einmal die Papiere, bitte. So, Königreich Erkai also. Mit denen hatten wir mal Beef. Jetzt aber nicht mehr. Hast du Glück gehabt. So, Gültigkeit passt auch. Gültigkeit passt. Arbeit 2023 darf er wiegen. Warte mal. Wiegt zu viel, mein Freund. Oh mein Gott. Ernsthaft? Drogen. Ein Reifen platt. Noch mehr Drogen. Digga! So, bei dem mache ich hier jetzt erstmal. So, aussteigen. Aussteigen. Und da schön stehen bleiben. Was ist das? Hm? Was ist das? Du musst mir eine Menge Geld geben. Menno Machimunu, Digga. Ja, ja, wie viel? 680, ja. Er will mich bestechen. Das nehme ich. Schönen Tag noch, ja, schönen Tag noch. Ist ja dumm, Digga. Oh mein Gott. Junge, ist ja dumm. Habe ich das Geld genommen und deine Sachen? Wie dumm kann man sein, Alter? Oh mein Gott. Oh yes, her mit dem Geld. Ja, Falschgeld. Und echtes Geld auch. Ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel war das. Raus mit den Sachen. War hier noch irgendwas? Ah. Kann ich das nicht mit was anderem öffnen? Okay, ich brauche mein Messer. Schön mit meinem neuen Messer, Chat. Kampfmesser. Guten Morgen. Das heftig. Wie viel? Oh mein Gott, selbst oben. Uhu. Ah, Motor noch irgendwas? Nee. Kühlergrill auch nicht. Hinten auch nicht. Okay, entspannt. Wir haben alles durchgeguckt. Gucken wir uns noch das hier an. Hier ist alles sauber. Hier ist alles sauber. 45, sie können Glück haben. So, pass nochmal. Kurz alles abchecken. Kann auch gut sein, dass er das hier faked, um noch durchzukommen. Ich habe bei Einreisegrundchat Terrorismus gelesen. What the fuck? Aussteigen. Sofort. Aussteigen. Zur Seite. Das ist nur eine kleine Menge. Erfahren. Stehen bleiben, Sir. Oh, sie sind auf jeden Fall alt genug, um hier durchzufahren. Egal, ob sie aus Kasachstan sind oder nicht. Dokumente. Dankeschön. So, wir haben hier wen aus Kasachstan, aber er wird schon alt genug sein. 52, ja, das passt. Gültigkeit passt. Die andere Gültigkeit passt auch. Name falsch. Mhm, Herr Dayan. Mhm. Aussteigen, Herr Dayan. Damit durchkommen ist sowieso heute nicht drin. Ich habe heute einen guten Spürer. Gehen Sie einfach vorsichtig damit um. Ja, klar, kein Problem. Schwanz. Sag mir nicht, was ich zu tun habe.
Sag mir nicht, was ich zu tun habe, okay? Ich mache, wie ich das für richtig halte. Okay, Sachen hast du nicht mit. Kannst froh sein. Maximov, einmal zurückpacken, bitte. Hallo? Ja, Ladung zurückgeben, bitte. So. Sir, ich weise Sie nochmal darauf hin. Sie dürfen nicht einfach so durchfahren, okay? Weil Sie einen gefälschten Pass haben. Einmal umdrehen, bitte, und mit Ihrem echten Pass hier hin. Das war keine Einreiseerlaubnis. Nächstes Mal bin ich ein bisschen strenger. Der nächste. Und vorsichtig fahren. Was ist das für ein Auto, Jeffrey Dahmer? Bleib stehen. Schon leck meine Eier. Dokumente. Dankeschön. Umar Zahari aus Kagastan. Dein Alter? Nicht alt genug. Du musst raus. So, lass mich erstmal hier deine Sachen nehmen, damit du nicht abhaust. Selbst deine Chicken nehme ich mit. Jetzt kannst du nicht einfach wegfahren. Wollen wir mal nachgucken, ob du auch was mit hast. Hier nichts, hast Glück gehabt. Aussteigen. Aussteigen. Warum hast du die Tür zugemacht, hä? Denkst du, ich bin dumm? Ich gucke jetzt extra. Okay. Kannst von Glück sprechen, nichts dabei. Beim Motor war etwas. Absolut nichts. Ibra, 2 Wochen Timeout. So, zurückladen bitte. Wir können nur noch unser Inventar mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Häftlinge werde ich auch mitnehmen. Klar, Chat. So. Bereit machen, Gefangene. Bereit machen. Los geht's. 4 Stück haben wir sogar heute. Mehr können wir gar nicht mitnehmen. Einmal zum Polizeiauto. Einmal zum Polizeiauto. Sie. Einmal zum Polizeiauto. Sie. Nicht direkt. Und jetzt zum Polizeiauto. Und leise sein. Machst du gut deine Arbeit. So, die normalen Sachen weg. Ich nehme lieber die anderen Sachen mit. Damit so schön so viel wie möglich verkaufen kann. Nicht, dass ich angegriffen werde. Ah, Maschinenpistolen. Obwohl, nee. Ich muss hier... Ich muss abhauen, wenn ich angegriffen werde. Ich nehme mir komplett die ganzen Sachen mit, die ich verkaufen kann. Wir haben nämlich ganz schön viel. Wir haben ganz schön viel. Wir werden so Plus machen hier. Wir werden so Plus machen hier. Hatten wir das ganze Ding hier vollgepackt? Ich weiß gerade gar nicht. Nicht ganz. 2 Sachen könnten wir theoretisch noch mitnehmen. Und wir haben noch 2 Sachen. Die nehme ich auch noch mit, Chat. Ich will jetzt einmal gucken, wie viel man bekommt, wenn man alles voll hat. Nicht nur bei Leuten. Ah, das Päckchen Zigaretten ist erlaubt, das Päckchen Zigaretten. Der pure Wodka ist auch erlaubt. Ah, das sind gar keine Sachen, die man verkaufen kann. Ach ja, dann. Aber trotzdem können wir jetzt quasi abchecken, wie viel man bekommt. So, dann wollen wir mal. Tür zu. Motor starten. Lichter an. Und wir wollen... Ah, Motor dann doch aus. Motor aus. Wir wollen einmal, bitte ins Gefängnis. Und da die Gefangenen abgeben. Brian, danke für deinen 4. mein Bro. So, wir kommen an. Ins Auto. Will jemand ein Päckchen Zigaretten? Hä? Kriegt ihr aber nicht. Yeah! Mann, was für lange Gesichter. Oh Mann, ey. Schnell reinfahren, bevor ich noch überfallen werde. Dann kommen die gleich noch frei. Einmal die 4 Gefangenen, bitte. 960 dafür bekommen, Chat. Let's go. Jetzt einmal hierhin, bitte. Wir kommen erst um 1.32 Uhr da an beim Polizisten. Oh. Wir werden echt wenig Schlaf haben. Wir werden echt wenig Schlaf haben. Egal, manchmal muss das sein.
Manchmal muss das sein. Tägliche Kosten sind weggegangen. Und jetzt gehen wir einmal verkaufen. Wir haben jetzt gerade 3200. Also ich möchte mindestens danach eine 4 vorne stehen haben. Mindestens eine 4 will ich vorne stehen haben. Einmal alles auch im Auto bitte abgeben. Ja. 6400! 6400! Was zur Hölle? 6400! Wir hatten noch nie so viel. Alter! Einmal umparken, bitte. Einmal das andere Auto zur Sicherheit, falls wir eine Verfolgung haben müssen. Immer auf das schnelle Auto wechseln. Jetzt gehen wir erstmal Upgrades geben. 6400 haben wir. Wir können ein schönes Upgrade machen. Wir können heute ein schönes Upgrade machen, soweit ich weiß. Erstmal Tür zu. Ich will nicht beobachtet werden. Vielen Dank für den Raid. So. Gebäude. Quartier kann man noch nicht verbessern. Büro. Büro kann ich verbessern. Oh mein Gott. Oh Gott. Wir haben ein größeres Gefängnis auch. Neues Büro. Neues Büro, Chat! Neues Büro! Ah, meine Mitarbeiter, wir haben ein neues Büro. Alter, sieht das krass aus. Chat, jetzt muss ich aber länger laufen. Jetzt muss ich länger laufen. Größeres Lager. Zeig's her. Ich will's sehen. Zeig mir mein neues Büro. Alter! Junge! Das ist mein Lager? Es sieht kleiner aus. Ah ne, das ist gar nicht mein... Ist das mein Lager? Ja, das ist mein Lager. Ist halt jetzt ein extra Raum, ne? Ah. Drei Seiten! Wir haben jetzt drei Seiten. Ist das krass. So, die kleine Waffe hier vorne. Maschinenpistole nur, wenn ich sie brauche. Munition nach unten. Die brauche ich zum Beispiel gar nicht. Die brauche ich. Messer immer dabei haben. Das ist nur das Gute. Das Ding brauchen wir erstmal auch nicht. Eine Axt immer dabei haben. Granate immer parat haben. Schaufel ruhig auch. So. Arrestzelle. Alter Chat. Neues Gefängnis mit Toilette sogar. Mit Toilette sogar. Akadi. Akad, you bastard. Was? Welcome home. Prison break. 66 days in this shithole. Sieht sogar voll cool aus irgendwie. Ja, wir könnten sogar noch einen anstellen, extra zum Aufpassen. Müssen wir vielleicht sogar. Ach, gucken wir mal hin. Personal? Wir haben halt nicht genug Geld. Wir haben nicht genug Geld für noch mehr Personal. Okay, ich geh schlafen, Leute. Warte mal, was ist denn hier oben? Ach, das ist hier Platz für die anderen Mitarbeiter. Und hier... Oh, lol. Man kann hier sogar hoch. Wir haben hier so einen Wassertank oder so. Nee, Außenposten. Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Wir müssen auf jeden Fall demnächst unsere Mitarbeiter, ein Stück verbessern, weil dann können die von dort aus agieren. Nicht, dass wir diese Nacht angegriffen werden, ohne dass wir den Posten nutzen. So, neuer Tag, wir wurden nicht angegriffen zurück. Jetzt brauchen wir Geld für neue Mitarbeiter. Kommen Sie, kommen Sie! Kommen Sie, kommen Sie! Maximov, wie geht's dir? Guck dir das an, wie... Hey! Okay, wir haben das gute Auto. Wir haben das gute Auto, Chat. Wir haben das gute Auto. Wir haben das gute Auto. Wo ist... Mayday, Mayday. Wir haben einen Flüchtling. Wir haben einen Flüchtling. Ich verfolge ihn.
Ich bin auf der A2. Ich weiß nicht, wo er lang gefahren ist. Ich hoffe, ich bin ihm nach. Ich nehme die Abkürzung über das Motel-Hotel. Ich brauche sofort Verstärkung. Ich habe einen Drift hingelegt. Junge, hätte das mal wer auf Band. Mayday, ich bin ihm nah. Leg Bremsen hin. Leg Bremsen auf die Straße. Ich habe einen Crash gemacht. Sein Wagen ist ein bisschen zu stabil. Ich muss ihn von vorne ausbremsen. Von der Seite. Es bringt nichts. Ich muss ihn unbedingt von vorne ausbremsen. Und rein. Er versucht mich abzudrängen von der Straße. Es gelingt ihm nicht. Ich hätte ihn fast. Ich hätte ihn fast. Er kommt fast durch. Er ist im Tunnel. Er ist im Tunnel, Leute. Ich versuche ihn runterzudrängen. Es klappt nicht. Ich bin an seiner Spitze. Jetzt muss es klappen. Ich habe ihn runter von der Straße. Er versucht wieder raufzulenken. Ich bin vor ihm. Er fährt durch. Er fährt durch. Er macht das nicht zum ersten Mal, meine Freunde. Er hat mich. Ich bin getroffen, Leute. Mayday. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich mache die Sirene an. Ich brauche sofortige Unterstützung. Wir sind am Polizeipräsidium vorbei. Schnell. Ich werde schießen müssen. Ich werde schießen müssen. Er hat eine Kuh mit. Pass auf die Kuh auf. Selbst mit Anschwung bringt es nichts. Selbst mit Anschwung bringt es nichts. Jetzt aber. Es bringt nichts, meine Freunde. Ich muss ihm vorfahren. Ich muss ihm vorfahren. Schnell, ich brauche Verstärkung. Ich mache eine Straßensperre. Oha! Ich bin runtergefallen. Ihn juckt gar nichts. Ihn juckt gar nichts, meine Freunde. Ich hätte das andere Auto nehmen müssen. Und Crash! Ich muss schießen. Ich muss aussteigen und schießen. Ich muss aussteigen und schießen. Es bleibt mir keine andere Wahl. Ich fahre vor. Ich fahre jetzt vor. Ich fahre jetzt vor. Wo fährt er lang? An mir vorbei. Oh, die Kreuzung hat mich auseinandergenommen. Ich muss wieder Tempo aufnehmen. Ich muss wieder Tempo aufnehmen. Es bringt mir nichts anderes, als ihn zu erschießen. Es tut mir leid. Oder auf ihn zu schießen. Ich versuche erstmal seine Reifen zu treffen. Wo fährt er lang? Er nimmt mich wieder auseinander. Er hat mich wieder auseinandergenommen. Sein Wagen wiegt einfach zu viel. Er ist auf der Brücke. Er entkommt mir, Leute. Ich brauche direkt Verstärkung. Ich brauche Verstärkung, Leute. Bitte. Bitte, sofortige Unterstützung. Mann. Warum bleibt der stehen, der Polizist? Ich fahre in die falsche Richtung. Ich muss rückwärts fahren. Schnell. Ich muss ein perfektes Manöver jetzt machen, sonst ist er weg. Er ist weg. Ich bin stecken geblieben. Mann! Kleiner Wichser! Fahr doch! Bleibt der da einfach stehen? Das ist er nicht, oder? Krapfi, danke schön für den Giftsub. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Mach an das Auto bereit. Glaub mir, ich brauch das andere Auto nicht. Glaub es mir. Der hat da alles gut gemacht. Warte, der hat auch eine Kuh da. Das ist er aber nicht. Die dürfen durchfahren. So, kommen wir zum nächsten.
Stehen bleiben. Stehen bleiben. Mann! Wie kommt er durch? Nein! Fahren, 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 fahren! Och, das war so ein schlechter Start. Das war so ein schlechter, unfassbar schlechter Start. Mach die Musik aus! Mayday, Mayday, er ist wieder geflüchtet. Wir werden diesmal das Manöver ein bisschen besser aussetzen. Ich nehme wieder die Abkürzung. Ich habe ihn wieder eingeholt, das ist sehr gut. Sehr wichtig. Ich muss ihn direkt abknallen. Helfen Sie mir diesmal. Ich weiß nicht, wo er lang will. Ich weiß nicht, wo er lang will. Ich muss drauf warten. Yo. What the fuck, bro? Warum gucken die Polizisten einfach nur zu? Hilf mir doch! Der hat keine Skrupel. Er ist ein Geisteskranker. Er ist ein Geisteskranker. Ich werde zu ihm. Erst zu ihm. Ich werde zuerst ihn erschießen und dann seine Kuh. Aus Prinzip. Okay, jetzt brauche ich ein gutes Manöver. Nächste Kreuzung. Nächste Kreuzung. Hier. Wieder einsteigen. Und schnell hinterher. Dasselbe Manöver brauchen wir. Und dann muss ich ihn anschießen. Oh, das war knapp. Guter Drift. Okay, jetzt die nächste Kreuzung ist es. Die nächste Kreuzung ist es. Er muss hier langfahren. Er muss hier langfahren. Er kann gar nichts machen. Mich einfach überfahren! Er hat mich einfach... Warte ab. Warte ab, mein Freund. Und der nächste Eimer, bitte. So. Durchfahren. Die Schranken sind offen. Ich hoffe, sie kommen durch. Es tut uns leid. Ja, super. So geht's doch. Tut uns leid, dass sie sich das mit ansehen müssten. Ich bitte sie, das für sich zu behalten, natürlich. Sie sind nicht der Gesuchte. Deswegen ist alles super. Schauen wir mal in die Dokumente. Orhan! Orhan, ihr Name ist falsch. Bitte aussteigen. Aussteigen, Orhan. Zwei Reifen kaputt. Orhan, ist das dein Ernst? Orhan, bitte nerv mich nicht. Ja, ich bin sehr gereizt, Orhan. Ich bin sehr gereizt. Nichts in den Reifen versteckt. Trotzdem muss ich einmal kurz dein ganzes Equipment abchecken. Das kannst du sicherlich verstehen, Orhan.
Hier hast du nichts drin, das gefällt mir. Ich mach die Sitze schmutzig. Hä? Hä? Fresse halten! Ich piss auf deine Sitze! So. Oh, guck ich mir mal deine Sachen an. Sieht alles sauber aus. Trauben, hä? Deine Essen. So, Name passt nicht. Sachen wieder einpacken. Umdrehen, Oran. Kannst einsteigen. Einreise nicht erlaubt. Du machst einen Fehler? Ja. Nächster. Moin, das ist aber ein süßes Auto. Reifen ist platt. Tatsächlich. Kannst aber nicht. In dem Auto kann man nichts verstecken. Danke für die Dokumente. In dem Auto kannst du wirklich nichts verstecken. Ich bitte euch. Hör mal raus, bitte. Weißt du, was ich handle? Dann zählen wir mal alles durch. Passt das? Gepäck 6, passt. Maximov, bitte pack ihm seine Sachen wieder zusammen. Ausrufezeichen GOTY-Chat. Ausrufezeichen GOTY. Sehr stark. Sehr stark, Real Ricks. 990 darf er wiegen. Einmal bitte zurück ins Auto. Wie viel wiegt der mit dem Auto zusammen? Das passt. Pavle. Den Namen will ich mir nicht durchlesen. Ist alles gültig. Wir dürfen durch. Einreise erlaubt. Ich bin weg, ja. Der nächste einmal bitte. Ach Mist, er sollte verhaftet werden. Ich hab's nicht gesehen. Moin, moin. Dankeschön. Danke. Mardon Haida. Mal abchecken. Hier ist gültig. Ist gültig. Das passt. 1580 darfst du wiegen. Passt auch. Aussteigen. Guck nicht so. Ich hasse diese Motoren. Bei dem muss man immer so hässlich von beiden Seiten alles abchecken. Ja, alles gut, alles gut. Ich will nur mal sicher gehen. Wollen wir mal abchecken, was du alles da hast. Fünfmal Gepäck. Passt alles, darfst durchfahren. Maximov, pack die Sachen rein. Kommt er aus Kasachstan? Er kommt aus Kasachstan. Wie alt ist er denn? Er darf nicht durch. Er darf nicht durch. Aktuelle Einreisebestimmung. Es tut mir leid. Zurück. Der nächste. Stehen bleiben. Dokumente her. Dokumente. Und leise sein. Ich habe heute einen schlechten Tag. Bahri, aussteigen. Bahri, aussteigen. Kein Problem, ne? Niemadre Probleme, ne? Was hast du mit Messi vor? Hier gibt's nichts zu finden. Hätte ich auch gesagt, wenn es was zu finden geben würde. Du würdest gerne etwas von mir. Was willst du denn kaufen? Kauft puren Wodka, habe ich. Aber nicht in meinem Inventar. Und verkaufe ich nicht an dich. Du bist arrogant. Du hast nichts mit, aber deine Sachen sind gefälscht.
Deswegen. Kontrollbericht, fehlt noch irgendwas? Was ist mit dem Gewicht? Das passt. Das Gültigkeitsdatum ist auch abgelaufen. Haben wir direkt zwei Sachen. Wie alt ist der? 56, okay. Einmal zurück wieder. Nieta. Ja, doch, Nieta. War das der letzte? Das war, glaube ich, der letzte. Umdrehen. Wenn du nicht umdrehst, wäre ich sauer. Umdrehen. Schnell. Das heißt. So, das war's für heute. Ruh dich aus, wir hatten einen langen Tag und wir gehen schlafen, Chat. Und wir gehen schlafen in unserem Bett. Werden wir angegriffen? Werden nicht angegriffen. Und die täglichen Kosten haben wir übernommen. Leider haben wir nicht so viel Profit gemacht an dem Tag. Raus aus den Federn. Moin, 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 moin. Willkommen wieder in unserem Haus, Chats. Fahren Sie durch. Wir sind schon bei Tag 31. Stehen bleiben aber bitte. So. Nach den statischen Erhebungen vom Sozialinstitut von Satex sind mehr als die Hälfte der Einwanderer ältere Menschen, die nicht in der Lage sind, einer Arbeit nachzugehen. Keine Einreise für alte Leute. Also vor 1924. Der sieht nicht alt aus. Einmal deine Dokumente bitte. Geburtsdatum. Warte mal. 1919. Hä? Der ist dann ja... Warte mal, der ist zu alt. Der ist zu alt. Du darfst nicht durch. Das tut mir leid, Opi. Opi darf leider nicht mehr hier rein ins Land. Weil wir lassen keine alten Leute rein. So, ein Reifen ist kaputt. Zack. Und einmal bitte alles entladen. Sofort. Aha, nur weil du ein alter Opa bist, heißt es nicht, dass du nicht was durchschmuggeln kannst. Ich kenne die Tricks. So, wir zählen mal alles durch. Vielleicht hat er ja gelogen auch mit den Sachen, die er mit hat. Aber scheint alles sauber zu sein, deswegen kannst du erstmal die Sachen wieder zurücktun. So, dann lass mal vergleichen. 9 Heubalken, 2 Bananenkisten, das passt. So. Ein Rücklicht ist kaputt. Ich glaube, wenn wir im Kontrollbericht alles richtig gründlich abhaken, kriegen wir mehr Geld. Tatsächlich. Deswegen, gesprungene Scheinwerfer ist das, glaube ich, nicht. Als was zählt das denn? Als was zählt das? Zählt das als Scheinwerfer? Als was zählt das, Chat? Auto ist nicht zu lang. Ja, okay. Okay, hier ist alles gut. So, ich check nochmal ihre, ob ihre Personalien alle übereinstimmen. Und dann lasse ich sie auch gehen. Einreisegrund, Einwanderung. Ja, Farid, das wird heute nichts mit der Einwanderung. Einmal bitte umdrehen. Verweigert. Ah, ich hab vergessen. Och, ich hab vergessen, den Grund anzugeben. Och, Mann, Chat. Ich hätte aktuelle Einreisebestimmung antippen müssen. Oh, nein. Das wird jetzt nicht gewertet. Das wird nicht gewertet. Oh. Gehackt. Ich bin Hacker. Ich bin Hacker. Und ich hab gehackt. Es war eh der Erste, ist mir scheißegal. Ich bin Hacker, was wollt ihr von mir, hä? Seid ihr sauer? Seid ihr sauer, weil ich schummel? Ist mir egal. Ich schummel! Okay? Ich schummel auch im echten Leben! Ich schummel auch im echten Leben! Ist mir egal! So, durchfahren, ich hab dich schon kontrolliert. Mit so jungen Leuten. Okay, scheint alles sauber zu sein.
Ich glaube, er darf weiter. So, der Gamer of the Year kann nicht. Der angehende Gamer of the Year kann nicht falsch liegen. Weiterfahren! Los! Weil ich sauer werde. Nissa. War alles richtig. War ganz klar richtig. Fenster runter. Dokumente her. Ivan Kozlov. Mhm. Geburtsdatum 1947 ist jung genug. Ist alles gültig. Aha, sein Personalausweis ist nicht mehr gültig. Kilogramm passen, wir checken nochmal alles ab. Okay, Personalausweis passt nicht, sonst passt alles. Du musst einmal bitte umkehren. Einreise verweigert. Es ist noch nicht vorbei? Weiterfahren. War es noch nicht vorbei? Ist noch nicht vorbei? Weil es kann weitergehen, ne? Ist es vorbei oder nicht? Hm? Ja. Lisa. Ich entscheide, wann es vorbei ist. Stehen bleiben. Warum hat man ein Hühnchen mit, hä? Javlon, was ist Javlon für ein Name, Javlon Kumar? Nur mal gegen Kumar oder was? Marcel mit 20 Giftsubs. Marcel mit 20 Giftsubs, Chat. W sind Scheiß-Chat. W sind Scheiß-Chat für Marcel. W Marcel. Dankeschön, Marcel, dass du dabei bist. Danke für die Subs. Wir machen weiter. Wir müssen im Game bleiben. Wir müssen alles vernünftig kontrollieren. Nicht, dass wir hier irgendwas falsch machen jetzt. 1520 darf er wiegen. Wiegen, ja, passt. Alter, passt auch. Alles gut. Mal kurz das Auto abchecken. Ich vertraue ihm nicht. Liegt am Aussehen, liegt am Aussehen. Raus! Okay, ich habe mich geirrt. Warte mal. Ach, ich dachte, das wäre was, weil es so weiß war. Okay. Checken wir mal kurz noch seine Sachen ab. Hühnchen und drei Gepäck, das passt. Wollen wir die Sachen wieder einpacken. Es passt alles, er darf durch. Ich habe sie kontrolliert, Sir. Auch wenn sie ein schlechtes Outfit anhaben. Wir dürfen durch. Gem34, danke für dein Prime-Sub, Bro. Durchfahren, bitte. Die Schranken werden sofort für sie geöffnet. Nächster. Bleiben Sie bitte hier in der Markierung stehen, Sir. Sie fahren mir ein bisschen zu schnell. Ganz ruhig, okay? So. Genau, die brauche ich, die Dokumente. Sie sind auf jeden Fall jung genug, um hier mitzufahren, um hier durchzukommen. Ihr Auto wiegt auch nicht zu viel.
Gut, ich habe die Erfahrung, dass so Brecherautos meistens nichts dabei haben. Ich werde trotzdem einmal kontrollieren, denn Ausnahme bestätigen die Regel. Alles echte Tiere. Die bewegen sich alle. Die sind alle echt. Das passt auch alles. So, hier ist auch nichts kaputt. Kein Reifenblatt oder so. So. Gültigkeit. Das passt alles. Passt nochmal. Checken wir nochmal ab. Alim Victori. Das passt alles. Sie können durchfahren. Alles kontrolliert. Einmal durch, bitte. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Nächster. Und fahren Sie vorsichtig mit dem Schwein hinten drauf. Oh, ist das süß. Dokumente, sie sehen mir ein bisschen alt aus. Ja. Sabila Namasha. Okay, er ist nicht zu alt. Er ist nicht so alt. Sein Wagen darf nur 990 Kilogramm wiegen. Mit dem Gepäck vielleicht mehr. Ne, es passt. Suppe, aber da ist nichts drin, nichts Schlimmes. Ah, hier oben haben wir noch ganz viel Gepäck. Das wird kontrolliert, das ist mir zu viel. Was hast du gesagt? Hä? Hä? Halt die Fresse, während ich dich kontrolliere. Ich konzentriere mich gerade. Ist der kaputt, wenn er nicht leuchtet, wenn er nicht rot ist? Ich glaube, ja. Kaputter Scheinwerfer. So, die Reifen sind in Ordnung. Ich werde auch mal hinten kontrollieren. Raus da. Raus! Ich mache hier gleich was kaputt, wenn er weiter so frech ist. Okay. Ich kontrolliere mal eben ihre Sachen, Sir. Vielleicht haben sie auch zu viele Sachen mit. So, 6 Gepäck, 2 Seife. Wie viel habe ich gesehen? Ja, das passt. Maxim auf einmal durchpacken. Er scheint auch komplett legit zu sein. Sie dürfen durchfahren. Guckt mir nochmal ihr Bild an. Passt das? Das passt. Sie dürfen durchfahren, Sir. Es tut mir leid, dass ich alle ihre Sachen kontrolliert habe. Es tut mir wirklich leid. Ich werde so einen Fehler nicht nochmal machen. Ich bin weg, ja. Wie gesagt, tut mir leid. Sie waren heute auch unser letzter Gast. Ich war ein bisschen müde. Kann sein, dass ich ein paar Fehler gemacht habe, so. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich mache nochmal selber das Schloss für Sie auf, das Tor. Hier einmal durchfahren, genau. Und dann einfach da in die Richtung, je nachdem, wo Sie hinwollen. Okay, wir haben alle kontrolliert. Wir haben 2500. Ist mir ein bisschen zu wenig, um irgendwas zu upgraden. Wir gehen direkt pennen. Oder wie viele Gefangene haben wir? Das müssen wir kurz abchecken. Das Revier ist unten, oder? Ich glaube. Sorry. Ja, okay. Können wir vielleicht noch wen anstellen? Wir haben nämlich mehr Personal, was wir kaufen könnten, glaube ich. Okay, nee. Okay, nee. Wir brauchen erst eine Kaserne. Wir könnten Personal verbessern. Theoretisch. Repnin ist der an den Autos. Moskowitsch ist der an der Arrestzelle. Dann kriegt er eine bessere Waffe. Ja, ich spare erstmal lieber. Ich krieg das, glaube ich, noch ganz gut hin. So. Hinsetzen. Oh nein! Digga, ich hätte verbessern sollen. Ich hätte verbessern sollen. Kommt alle raus, Jungs!
Ich hab alle. Ich hab alle. Links und rechts, links und rechts. So kriegen sie mich nicht. Wir haben eine Granate, Jungs! Oh nein, ich hab nicht mehr viel Leben. Ich hab locker auch nicht mehr viel Munition, Alter. Das sind echt viele Gegner, es werden immer mehr irgendwie. Mist. So, kommt raus! Digga, wie viele? Einer von mir ist gestorben, oder? Maxima, bist du tot, Chat! Nein! Weglaufen, Jungs! Was geht hier ab? Digga, jetzt hat sich angehört, als wäre wer hier. Nein! Nein! Oh! Oh, zum Glück hat wen anders denn gekillt, Digga. Wir haben zwei Leute ver... Digga, 300 haben wir bezahlt, weil zwei Leute gestorben sind. Das war sogar knapp. Alter, vielleicht müssen wir unsere Jungs wirklich upgraden. Wir haben jetzt 1000 bekommen. Sollen wir das in Upgrade stecken für die Jungs? Aber ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock, mein Geld in die Jungs reinzustecken. Ich bin egoistisch. Aber mit 3300 können wir nichts anderes eigentlich machen. Also wir können nichts Besonderes damit anfangen. Also keine Gebäude irgendwie upgraden. Es ist zu wenig Geld. Okay, wir müssen wirklich eine Garage upgraden, auch um irgendwas zu holen. Also das heißt, wir sparen trotzdem weiterhin. Also erstmal sparen ist die Devise. Auch wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe viel Munition verloren. Ja, das, wir haben unsere Munition komplett verbraucht. Holen wir kurz den Typen. Nachschub. Jetzt nochmal ein bisschen was gekostet. Aber wir brauchen unbedingt Munition. Ich sollte vielleicht auch mehr als 10 kaufen. Und dann ein bisschen was einfach in mein Lager packen. Hallo. Ich brauche Munition. Ja, genau das. Okay. Wir haben direkt einen Stack für hinten. Wir nehmen noch eine Granate hier rein. Wir machen nochmal eine zweite und jetzt sind wir ein bisschen ausgerüstet. Guck mal, jetzt haben wir auch schon fast wieder das ganze Geld verloren, was wir gerade gewonnen haben durch den Sieg. Nur um uns ein bisschen mehr aufzurüsten. Aber egal, war wichtig. Warte, wo ist der? Achso. So. Wir packen 10 Stück hier hin und dann haben wir ein bisschen was in unserem Lager. Ich gehe schlafen, Jungs. Macht's gut. War eine gute Nacht. War eine gute Nacht, Jungs. Macht's gut. Haut rein. Nächster Tag.
Ich brauche Geld. Ich brauche Geld hier. Nächster Tag, ich brauche Geld. Wichtig. Bereit für einen weiteren Arbeitstag? Ja, bin ich. Bin ich. Chat, Ausrufezeichen, Discord. Ihr könnt auch eure Lieblingsrapper reinsenden. Ich werde gleich noch drauf reagieren. Wir haben einen Gefahndeten. Der hier mit Bart. Einmal durchfahren. Vielleicht ist er das direkt. Nee, der sieht aus wie ein Glatzkopf. Wir dürfen die zu alten Leute immer noch nicht reinlassen. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, oh. Das ist er nicht. Dokumente. Dokumente, ja. So, ist auf jeden Fall alt genug. Eili. Eili Demir. Wer heißt Eili Demir? Ist alles noch gültig? Warum machen wir keine Geschäfte? Darum, ich mache mit dir keine Geschäfte. 4200, darf er wiegen? Ah, hier fehlt was. Hier fehlt was, defekte Karosserie. Ist hier auch was kaputt? Ich weiß gerade gar nicht. Fehlende Stoßstange vielleicht? Keine Ahnung. Ja, hier fehlt auf beiden Seiten was, oder? Der hat ein bisschen zu viel. Ich check das mal ab. Sie verschwenden meine Zeit, ja, ne? Du bist am Arbeiten, ne? Du so, als wäre er am Arbeiten. So, er müsste 8 Ölfässer haben. Passt das? Passt schon mal, immerhin. So, das kann ich durchgeben, das passt. Ah, sonst sieht alles gut aus. Sie dürfen durchfahren. Oh, das war aus Versehen. Ich wollte sie nicht anließen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Zurück ins Auto. Ja, ich habe hier die Waffen. Zurück ins Auto. Sie sind gleich dran. Rein da. So, sie dürfen durchfahren. Ich bin kein Arschloch. Delicia. Hier bitte stehen bleiben, Emma. Ne, passt. Dokumente, wichtig. Er ist jung genug, das passt schon mal, Alexander. Das freut mich, Alexander, Sie kennenzulernen. So, seine Sachen sind auch gültig. Wie viel wiegt das Teil? 4170, gerade so. Es passt gerade so rein. Ja, mir haben so ein bisschen zu viele Sachen. Vor allem mit so einem riesigen Tanker, das muss ich einfach mal abchecken. Da hatte noch nie wer was drin versteckt, ne? Da gucke ich auch so selten, Digga. Das wäre eigentlich so ein guter Hiding-Spot. In der Toilette hat auch noch nie wer was versteckt. So, Maxim, auf einmal bitte wieder reinpacken. Wir haben alles kontrolliert. So, eine Toilette, das passt. 4 Seifen, ein Kühlschrank. 2 Waschmaschinen, das passt alles. Das passt, mein Freund. Wo sind sie? Das passt, ich habe alles abgecheckt. Sie sind legit, sie dürfen durch. Durchfahren. Nächster. Das ist er. Stehen bleiben.
seid ihr? Ich bin nicht dumm, aussteigen. Tobar, Tobar. Das ist er. Wir sind festgenommen. Denken Sie, ich bin dumm? Ich habe sie auf dem Bild gesehen, okay? Mehrmals heute. Ich habe mir sogar einen drauf gejaxt auf dein Bild. Ganz einfache Sache. Direkt erkannt. Hat er noch was mit? Sollte ich das jetzt noch kontrollieren bei einem... Ja, komm. Im echten Leben würde man das natürlich jetzt kontrollieren. Auch wenn die meistens nicht mehr mit haben. Wenn die Gesuchten sind, haben die meistens irgendwie nichts mehr mit. Aber man weiß nie, vielleicht hat er ja ganz, ganz große Eier. Und hat trotzdem noch was mitgenommen. Ne, passt. Einmal bitte alles säubern. Dankeschön, Maximov, du bist der Beste. Du bist der Beste, Maximov. Der Nächste! Durchfahren. Stehen bleiben. Wo ist die andere Hälfte ihres Autos? So, ich kontrolliere eben ihre Unterlagen. 1580 darf das Ding wiegen. Passt. So, Gültigkeit. Passt auch alles. Ordern Boykott. Ups, falsches. Aha. Scheinwerfer ist einer kaputt auf jeden Fall. Aber es sieht alles sauber aus. Ah, Fenster auch kaputt. Nee, das war das Falsche. Er scheint nichts mit zu haben. Sie dürfen auch durch. Es dürfen gerade viele durch. Durchfahren einmal bitte. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Heute sind sehr korrekte Leute da. Sehr, sehr korrekte. Warum fährt er so schnell? Nein. Shit, Mann. Der war falsch. Auch den ersten Fehler heute gemacht. Mann! Ja! Jetzt haben wir den nächsten aber da. Aha. Noch mehr Waffen. Jetzt lasse ich keinen mehr durch. Nein. Junge, wie viele Waffen war? Was hast du vor, hä? Was hast du vor? Das ganze Land einnehmen? Was ist das denn, Digga? Ich hätte mir an deiner Stelle jetzt ganz viel Geld geboten. Er steigt auch noch raus. Oder ich wäre weggefahren oder so. Irgendwas Schlaues. Er hat nicht mal was probiert. Hatte ich hier schon kontrolliert gehabt? Die Seife passt. In den Sachen hat er auch noch nie irgendwer was drin. Was das wenigstens? Warte mal, hat er gar keinen? Ach, ich hatte seine Dokumente gar nicht. So, brauche ich auch nicht. Gefangen genommen. So, direkt wieder zwei Gefangene heute.
Mhm. Ein kleines, aber feines Zeichen. Granaten also. Man muss aber auch immer auf die kleinen Sachen achten, Chat. Ich muss sagen, das habe ich gerade durch den Chat erfahren. W-Chat. W-Chat. Ich schreibe kurz Johannes-Chat, damit ich was zu essen bekomme. Ah, sorry, dass ich hab warten lassen. Ich musste kurz mein Essen safen. Fahren Sie bitte durch. Kein Zugang für alte Leute, ne? Damit Sie das wissen. Ich hoffe, Sie haben das auf dem Schirm. Sie sehen mir nämlich ein bisschen alt aus. Ah, da sehe ich doch direkt, dass eine Scheibe kaputt ist. Dokumente. Ohne Reden, das gefällt mir. So, wie alt sind Sie? Ne, so jung? Niemals, das ist doch gefaked hier. Ja, stimmt was nicht. Das sind sie nicht. Das ist er. Komisch. Ist noch alles gültig auch? Machen wir Geschäfte? Nein, machen wir nicht. 6230 darf das Ding wiegen. Da ist auch ein Reifen kaputt. Bisher passt alles, aber er hat ein... Autoscheiben zerbrochen. Ein Reifen schon mal kaputt. Mal gucken wir mal ein bisschen. Der hat wieder Tiere dabei. Und es sind auch wieder alle Tiere echt. Es sind alle Tiere wieder echt, Maximov. Gucken Sie woanders hin! Gucken Sie woanders hin. Hä? Nee, oder? Ich habe gesagt, sie sollen mich nicht... Er hat gar keine Angst. Ja, besser ist... Du sollst mich nicht angucken bei meiner Arbeit. Ich mag das nicht. Hier fehlt doch was, oder wurde das hochgelegt, das Auto? Pass. Die dürfen durchfahren. Alles gut. Die Kuh war nicht fake, Chat. Die Kuh bewegt sich, seht ihr? Okay, das war's. Heute nicht so viel Geld gemacht. Wir gehen pennen und sparen uns alles auf für morgen. Wir brauchen Geld, Chat. Wir sind auf jeden Fall sehr ausgeschlafen. Wir müssen auf unsere zwei Gefangenen achten. Die dürfen wir nicht verlieren. Zwei Apfelkisten und 9 Heuballen. Das passt doch. Der Arme will einfach nur Obst rüberbringen. Einmal hoch, reinpacken wieder. So. Es passt alles, Hakim. Es tut mir leid. Hakim Saab. 19. April, Oktober... Nee, ist auch abgelaufen hier. Ist auch abgelaufen. Es gibt zwei Gründe, sie nicht reinzulassen. Die Kontrolle ist aber beendet. Wir gucken nochmal, ob irgendwas kaputt ist. Um das Maximum an Geld mal rauszuholen, ist leider nichts kaputt. So, sie dürfen tatsächlich wieder umkehren. Kein Problem. Damala. Durchfahren. Der nächste. Es ist auf jeden Fall noch nie irgendwer einfach trotzdem durchgefahren. Das ist ganz cool. Die hören immer auf mich. Ich glaube, ich mache denen ein bisschen Angst. Fenster runter!
Snego, dein Eier. Snego, mein Eier! Kadir. Kadir ist auf jeden Fall nicht zu alt. Zement 7, 4200 darf das Ding wiegen. Das Ding sieht aber schwerer aus. Es ist aber nicht schwerer. Digga, mit so einem teuren Transporter hatte noch nie es hatte noch nie wer bei so einem teuren Transporter was mit. Ich vertraue ihm einfach mal. Diese Transporterfahrer sind nämlich immer... Die sind alle korrekt, Chat. Die haben einfach nichts mit. Ich sag euch das. Sie dürfen durchfahren. Ich vertraue ihm. Einfach mal gesunder Menschenverstand genutzt. Gesunden Menschenverstand genutzt. Akaristan endlich genauso. Der nächste, bitte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, wenn Sie... Lassen Sie mich einmal kurz durch. Wenn Sie hier durchfahren, da hinten, dann ist da ein McDonald's und rechts, wenn Sie rechts lang fahren, Burger King. Wohin fährt er? Links. Er feiert Max mehr. Hallo, Dokumente bitte. Ah, Sie sind auf jeden Fall nicht alt. Nicht zu alt. Geiler Witz, oder? Ist er ehrlich nicht. Okay. Schon wieder ein Eili. Den Namen haben wir jetzt heute zum zweiten Mal gehört. Könnte es fake sein? 6200 darf er wiegen. Passt. Ah, da hat zwei Tiere mit. Und die Tiere sind auch echt. Passt. Heute sind alle korrekt, habe ich das Gefühl. Heute sind alle korrekt. So. Passt alles. Passt alles, passt alles, passt alles. Fenster ist kaputt, müssen wir nochmal gucken. Ist kein Fenster kaputt, hä? Steigen und wieder umkehren, bitte. Einreise verweigert. Was machen wir noch? Was? Fahren Sie! Raus! Was machen Sie da? Sind Sie verwirrt? Raus! Weiter! So, Sie bleiben stehen. Nicht so weit vorfahren. Ataiche, können Sie sich für sich behalten. So, Passnummer. Hier ist alles gültig, hier ist alles gültig. Maximalgewicht. 4200, was wiegt der? Oh, ganz knapp. Ich hatte noch nie irgendwer gelogen mit so einem Wagen. Ich dachte schon, ich hätte ein Zeichen gesehen. Ich muss ihm glauben. Ich glaube ihm einfach. Seht ihr, ich glaube ihn. Ich glaube ihn. So. Einmal durchfahren, bitte. Passt. Der nächste. Von den Leuten lügt ehrlich nie wer. So. Ich bleib hier extra stehen, damit sie nicht einfach so durchfahren. So, Fenster runter. Danke. Stepan. Geburtsdatum passt noch. Gültigkeit passt. Gültigkeit hier passt nicht mehr. Nee, doch, es ist Juni, nicht Januar. Es passt auch. 2800 steht hier als Gewicht. Das geht schon mal nicht. Gewicht, Fahrzeuggewicht passt schon mal nicht. Die anderen Sachen gucke ich mir jetzt auch an. So, er hat auf jeden Fall eine Menge Sachen mit.
Okay, scheint auf jeden Fall alles legit zu sein. Er hat nichts mit, nichts Schlimmes. Wir schreiben trotzdem alles auf. Wir sind ein guter Kontrolleur. Passt das? 11 Düngemittel, passt. 3 Gasherde, eine Toilette, entflammbare Substanzen, 2 Stück. Wo ist Maximov? Hat er nicht gerade hier gechillt? Der ist hier. Kannst du wieder zurück tun, Maximov? Danke dir. So, einmal umdrehen. Gewicht passt nicht. Doch. So, und jetzt sind wir gut. Jetzt sind wir gut bestückt, Chat. Jetzt sollten wir noch mal ein bisschen Geld bekommen hier. Oh, ihr Kofferraum! Ihr Kofferraum! Kein Ding, gerne. Mert mit 3 Gift-Subs. Dankeschön, Mert. Sehr korrekt. Korrekt ist korrekt. So, 400... 4.800 haben wir jetzt. Wir haben... Wir haben die 2 Gefangenen. Ich glaube, ich tue die jetzt erstmal raus, bevor die ausbrechen. Seid leise. So. Polizeiauto. Polizeiauto. Ach so, warte mal, kann man Polizeiding? Man hätte auch, ich hätte theoretisch auch einfach einen Gefängnistransporter holen können, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, aber irgendwer meinte mal in den Kommentaren, dass man Gefängnistransporter einfach sich holen kann. Da die aber an den schnellen Flitzer hier passen, brauchen wir eh nicht so lange hier hin. Einmal durchfahren, wir sind um 18 Uhr da, Digga. Wir sind heute so früh fertig mit der Arbeit geworden, ist das krass. Moin, 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 was gibt's für eine Aufgabe? Patrouille. Ja, nehmen wir mit 1000. 1000 kriege ich dafür. Das schmeckt. So, Motor starten und wir fahren auf Patrouille, Chat. Jetzt wird eine leckere Patrouillenfahrt gemacht. Ach, da hinten ist der Ausgang. Ausgang auf! Mach den Ausgang nächstes Mal größer, bitte. Leute! Es liegt am Ausgang, nicht an mir. So, hier ist der erste Checkpoint. Ich werde dann gleich hier drehen, wenn nichts ist. Okay, passt. Mein, fährt er einfach mein Auto an. Was ist los mit Ihnen, hä? Aussteigen! Aussteigen! Lass mich raus. Lass mich raus. Hallo! Das meint er nicht ernst. Aussteigen! Sofort! Steigen Sie aus! Hey! Was macht der da? Steigen Sie aus sofort! Steigen Sie sofort aus! Er ist eine zu hohe Gefahr. Ich kann ihn nicht töten, sonst verliere ich mein Geld. Steigen Sie aus! Steigen Sie! Ja, sind Sie irgendwie verrückt? Wie kann er noch weiterfahren? Hamama! Ach, Digga, scheiß auf den. Wenn ich ihn jetzt sehe, dann sogar meine Tür kaputt. Er hat meine scheiß Tür kaputt gemacht! Scheiß Wichser! So, letzter Ort ist einmal durchfahren. Einmal komplett durchfahren, dann haben wir alles abgecheckt.
Boah. Gefährlich gewesen. Wir haben die Kurve bekommen. Kurve gekratzt. Mission erfüllt. Wir haben zwar nicht so viel Plus gemacht wegen dem Vorfall gerade eben, aber alles gut, Chat. Ich komme damit klar. Ich kann jetzt nicht mal mehr einfach aussteigen. Ist das respektlos? So, ich bin wieder da, Leute. Gepennt, Digga. Ich hatte einen schlechten Tag, okay? Nerv mich nicht. Ich hatte einen schlechten Tag. So, mit dem Tag sollten wir aber ordentlich Plus machen. Ich will jetzt Kohle sehen. Wie viel haben wir? 6K? Ich glaube. Tag 4, Baukatastrophe. Was geht hier ab? Nach Angaben? Nein, nein, nein. Auf Beschluss der Partei ist es verboten, Baumaterialien ins Land einzuführen. Okay, darauf achte ich. Darauf kann ich achten. So. Einmal durchfahren, bitte. Hä? Ich darf die Grenze nicht überschreiten. Ist das krass. So. Ja, Dokumente bitte, genau. Keine Baumaterialien drin, das ist schon mal gut. Oder Zement zählt als... Zement ist Baumaterial! Okay, es ist kein Zement, es ist Düngemittel. Isat. Isat, mach keinen Scheiß. 6200 darf dein Wagen wiegen. Passt auch. Ne, wisst ihr was? Er heißt Isat. Er heißt Isat, aber man muss ihn auch mal vertrauen. Man muss ihn einfach mal vertrauen. Es ist immer so viel Rassismus in dieser Welt. Einfach mal den Isat durchlassen. Ich mach das Tor selbst auf, Isat. Isat, vertrau mir. In diesem Land gibt es keinen Rassismus. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Scheiße, Digga. Nochmal. Nochmal. Komm her, Isam. Erwischt. Ich wurde erwischt. Ich wurde erwischt. Kommen Sie durch, kommen Sie. Steig zur Seite. Mann. Wir haben den Alkoholabhängigen. Bleiben Sie hier, okay? Ne, wissen Sie was? Sie sind schon mal festgenommen. Auf jeden Fall schon mal festgenommen. Das Licht ist zwar kaputt, aber ich glaube, das juckt nicht bei einem... Gefangenen. War hier noch irgendwas? Nee. Kannst einpacken, Maximov. Nicht pissen. At Maduro. Wir haben jetzt auf jeden Fall einiges an Sachen da.
Durchfahren. Und stehen bleiben hier. Dokumente. Machen wir uns das mal angucken. Fikri. Er heißt einfach Fikri. Fikri Omar. Okay, Fikri. Deine Sachen scheinen gültig zu sein. Machen wir uns mal angucken, was du so mit hast. Weißt du was, Fikri? Glaub dir, das durchfahren. Ich kann mich nicht zweimal irren in den Leuten Chat. Ich kann mich nicht zweimal irren, das geht nicht. Durchfahren, Fikri. Mach keine Scheiße, Fikri. Sehr gut. Bisschen Alkohol trinken, auf entspannt. So. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Keine Sorge, ich benutze die Granate nicht. Langsamer werden. Da ist eine Scheibe kaputt, sehe ich hinten. Snegodi, gib mir die scheiß Dokumente. Okay. Oh, leck meine Eier, okay. Oleg Kulkin, er hat Zement mit, er darf eh nicht mit. Aktuelle Reinreisebestimmung. Kaputter Reifen. Ein Scheinwerfer kaputt. So, runter damit. Hauptsache, die Sachen sind nicht illegal, die dürfen hier nicht rein. Wieder umdrehen. Noch eine Scheibe kaputt, die Vorderscheibe. Die hat er gar nicht runtergenommen. Ist sonst noch was kaputt? Okay. Sie dürfen umdrehen. Zement darf hier nicht rein. Der nächste. Ganz ruhig, langsamer werden. Was haben Sie mit? Nichts. Haben Sie nichts mit? Renat. Aha, hier stimmt was nicht. Aussteigen. Sei nicht so frech. Noch ein Wort, okay? Dann wirst du sehen, okay? Verweigert. Wieder zurück. Der nächste einmal bitte. Seien Sie nicht so frech nächstes Mal. Okay? Okay, wer bist du dich? Dokumente! Alles gültig. 2000 darf er wiegen. Pass auf. Drei Toiletten also. Das Auto ist auf jeden Fall sehr schön. Ist es schön, weil er es nicht nötig hat, Drogen zu verkaufen, oder ist es schön, weil er Drogen verkauft? Das ist die Frage, Chat. Okay, ist alles sauber.
kurz kacken. Hat er die drei Toiletten noch eingetragen? Es fehlt ein Gepäck. Entweder ich hab's übersehen oder es fehlt eins. Es fehlt ein Gepäck, das muss man auf jeden Fall angeben. Frachtbrief. Aber ich glaube, dann darf er trotzdem noch durch. Einmal alles wieder einpacken. Sie dürfen durch. Was? Mann! Der war falsch, Mann. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch das Geld, damit wir 6.100 haben. 6.400. Fahren Sie nicht so schnell, ich knall Sie ab. Wieder so viele Sachen. Sachen her. Dokumente! ...298 Kilogramm darf er wiegen. Pass. Soll ich ihm glauben oder nicht? Was hat er denn für Sachen mit? Gurkenfass und chemische Erzeugnisse. Ja, es passt. Sie dürfen fahren. Es können nicht zwei hintereinander kommen, Chat. Das kann nicht sein. Da war eine Schlange? Nee, oder? Ich muss sie töten, es tut mir leid. Wo ist denn hier eine Schlange? Hä? Nee, oder? Ah, da. Ich kann es auf jeden Fall nicht mehr raustragen, weil ich ihn getötet habe schon. Falschgeld! Aha! Wieder falsch. Wir haben wieder zu viele Sachen. Einfach zur Sicherheit nochmal, Chat. Aha. Wir haben ja trotzdem Plus gemacht. Auch wenn die Entscheidung falsch war und wir getötet haben, weil wir so viel... Wobei, kann sogar sein, dass es trotzdem Minus ist. Ja, das ist auf jeden Fall dafür, dass er so viel hatte, nicht schlecht versteckt. Ich muss auch den Toten wegbringen, bitte. Okay, 6.100 haben wir. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal was verbessern. Zäune können wir verbessern, Büro nicht. Straßen könnten wir verbessern. Oh! Die Kaserne könnten wir verbessern, aber hier leben nur die Polizisten drin. Das bringt uns gar nicht so viel. Außer ein zusätzliches Personal.
Straßen finde ich cool. Garage könnten wir verbessern. Chat, Garage, Straßen oder Personal? Beleuchtung juckt nicht so krass. Boah, das sieht auch krass aus. Wir gehen auf die Straßen, Chat. Okay, wir kriegen da mehr Besucher pro Tag mit besseren Straßen. Let's go. Oh, das sieht aber trotzdem krass aus, Chat. Das sieht krass aus. Guck, das hier wurde auch verbessert, das Ding. Eieiei, hier geht's ab, hier geht's ab, hier geht's ab. Hier geht's ab, hier geht's ab, hier geht's ab. Yeah. Damit benennen wir die Folge. Das ist eine XXXXXL-Folge. Wir einfach ganz viele Folgen als ein Video hochgeladen haben. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen.